Gut, wir sind noch mitten im Aufbau. Viel hat sich noch nicht getan auf unserer Insel. Wir sorgen gerade für Mineralien. Mineralien? Minerale. Eher. Und für Nom Nom. Beziehungsweise das Nom Nom lässt noch ein bisschen zu wünschen übrig. Wir haben erst eine Ranch. Und die zwei Corn Farmern sind so weit ab. Man sieht es da eh schon, der ganze Mais stapelt sich da schon. Ich sollte da mal kurz die Straße hin verlegen. Dann haben die Leute vom Teamster Office nicht so große Probleme dabei, das abzuholen. Man sieht, ein bisschen Food wird schon geliefert. Also auf jeden Fall produzieren wir mehr, als wir brauchen. Was Sinn macht, weil wir haben knapp über 50 Personen und eine Maisfarm allein kann eigentlich 50 Personen gut versorgen. Das heißt, mit zwei Corn Farmern und einer Ranch sollte das eigentlich gehen. Gut, wir haben zwei Minen. Es wird Zeit für, das Spiel bietet es mir eh schon an, ein Tenement. Ich bin gerade überlegen, wo ich mein erstes Tenement baue, weil ich glaube, wenn ich es hier baue, nehmen sich vielleicht die Minenarbeiter gar kein Zimmer. Dem könnte man aber natürlich vorbeugen mit einer Garage, aber ich sehe gerade, ich habe gar nicht wirklich das Geld dafür, aber jetzt, wenn Neujahr ist, ja, ein Childhood Museum ist gerade nicht drin. So, neues Jahr. Wir haben unsere Entwicklungshilfe bekommen. Und ja, wir sind eine Insel, die ein eigenes Space-Programm braucht, obwohl sie noch an der Entwicklungshilfe hängt. Wieso nicht? So, wir kriegen auch immer mehr Immigranten, was jetzt am Anfang eigentlich noch ein relativer Segen ist, weil wir brauchen viele ungelernte Arbeiter für die Mine. Wir werden auch hier noch einige für die Salzmine brauchen. Ich glaube zumindest, dass es Ungelernte sind. Ja, das sind alles Ungelernte. Okay. Wir werden allerdings immer im Auge behalten, dass wir früher oder später ein Immigration Office bauen, um den Zustrom zu regulieren, beziehungsweise es leicht zu machen, dass in erster Linie gebildete Leute von unserer Insel kommen. Gut, die Food Supplies gehen schon ganz gut weg. Wir haben auch relativ viel Geld eigentlich. Wir werden vermutlich hier unten jetzt ein zweites Construction Office bauen und ein zweites Teamster Office. Das ist so die grundlegende Infrastruktur, eine Garage, ein Teamster Office, ein Construction Office. Das werden wir da relativ nah an den Hafen dran bauen. Ah, das Construction Office gleich dahinter. Schön. Wir sollten eigentlich das Construction Office auf höchste Priorität schalten. Weil wenn das erste Construction Office das zweite Construction Office baut, dann kann das zweite Construction Office gleich anfangen, hier auch Zeug zu bauen. Ich bin so schlau. Ich weiß ja, wieso ich hier allein Herrscher bin. So. Wir werden allerdings vermutlich nicht die Arbeiter haben, bei weitem nicht die Arbeiter für all das. Für das Teamster Office, das Construction Office, die brauchen alle wahnsinnig viel. Die Garage braucht nur zwei. Aber ich glaube, ich fürchte nämlich, wenn hier jetzt Leute anfangen zu arbeiten, bin ich sicher, ob sie es überhaupt tun. Wenn, dann wandern sie vermutlich von den Minen ab. Weil die doch sehr weit ab vom Schuss sind. Ja. Zumindest einer hier. Das waren vorher mal drei, bin ich mir relativ sicher. Auch da können wir eigentlich mal eine Straße rüber verlegen. Hallo. Damit du ein bisschen besseren Zugang zu den Teamstern hast, wenn die da erstmal ihr Quartier aufschlagen würden. Tun sie eh nicht. So, Tenements. Healthcare, ja, ich dachte mir eh, dass ich jetzt vermutlich als nächstes eine Klinik bauen muss und eine Kirche. Aber das heißt, ich bin wirklich am Überlegen, zuerst ein Immigration Office zu bauen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Immigration Office ist nämlich relativ billig. Und das werden wir jetzt noch auf Open Doors stellen.
Da brauchen wir sicher eine Typin, die das kann. Das wird sich von selbst nicht geben. Und dann werden wir eigentlich dann noch ein zweites Tenement bauen und dann noch hier die Klinik hier unten. Und dann noch bald die Kirche. Wenn wir hier mal schauen, Religion Quality, okay, vielleicht werden wir zuerst die Kirche bauen. Obwohl, nee, weil ohne Klinik werden wir dann anfangen, die Leute ein bisschen einzugehen. Schauen wir mal. 9 Immigranten, okay. Hätte ich vielleicht doch nicht sofort das Immigration Office bauen müssen. 14.000. Hm. Okay, auf jeden Fall. Wohnen da? Ja, da wohnen die Minenarbeiter. Das heißt, es ist ihnen nicht zu weit entfernt. Das heißt, ich kann hier noch ein Tenement bauen. Noch ein Tenement und eine Klinik. Da werden wir sicher auch jemanden brauchen. Ein Mann mit College-Abschluss. Ah, das waren die Exporte, die so viel gebracht haben. Fast 10.000. Gut, Open Doors. So wollen wir das. Weil das Office ist noch nicht voll. Die Minen sind gerade mal ein bisschen über halb belegt. Die Salzmine kann noch Leute vertragen. Ja, also eine gute Runde Open Doors geht schon noch. Vielleicht bis Ende des Jahres oder für die nächsten 2 Einwanderungswellen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich meine, ich habe auch nichts davon, wenn die Einwohnerzahl jetzt explodiert. Muss ich natürlich auch dazu sagen. Aber... Some people protest. Ja. Da werden wir El Presidente hinschicken. Das habe ich noch gar nicht besprochen. El Presidente hat ziemlich genau dieselben Fähigkeiten wie in Tropico 3. Das heißt, er kann sich eigentlich überall hinhauen und die Qualität verbessern von allen sozialen Einrichtungen. Oder er kann die Effizienz verbessern bei allen industriellen Gebäuden. Okay, 15 neue Immigranten. Jetzt schalten wir mal auf Skilled Workers. Angry Eco-Activists. Ja, voll. Ich brauche ein Ministry. Ministry ist eines der 9 Gebäude in Tropico 4 und ein sehr, sehr geiles. Oh, hey. Preis von Eisen ist gefallen. Drake. Aber oh hey, wir haben 26.000. Okay. Jetzt. Bauen wir mal eine Kirche. Ich baue sie hier vor die Salzfabrik. Wo sie hingehört. Dann brauchen wir eine High School. Ich bin ein großer Freund davon, relativ schnell, relativ bald eigentlich, mein eigenes ausgebildetes Personal zu haben. Genau, und dann wollten wir noch ein Ministry bauen. Und das können wir auch da oben hinbauen, das Ministry of Lights. Ja, vermutlich eher das Ministry of Silly Walking, aber egal. Ja, das hat da eine Aussicht auf unseren Herrscherpalast, wieso nicht? Gut, geldmäßig geht es uns sehr, sehr gut. Wie schaut es mit der Zufriedenheit aus? Okay, Religion, darum kümmern wir uns. Entertainment, darum kümmern wir uns noch nicht. Environment, darum kümmern wir uns auch noch nicht. Defense Weapons und Security. Genau, bis hierhin habe ich noch gespielt. Wir brauchen insgesamt 25 Soldaten oder Generäle auf der Insel. Und wir müssen Waffen produzieren. Industry. Weapons Factory kostet 15.000. Okay, das werden wir uns jetzt mal nicht leisten. Aber man sieht hier in erster Linie noch immer, die Minenarbeiter wohnen noch immer lieber in den Shacks. Oder nicht lieber, aber ich nehme einfach an, es ist nicht so viel Platz. Oh, ich lüge, es ist massenhaft Platz. Es dürfte sehr von den Leuten abhängen. Hier zum Beispiel wohnt ein Soldat. Das heißt, der fährt jeden Tag von hier rauf. Weil die einzigen Soldaten, die wir haben, sind die Palastwachen. Das heißt, es dürfte tatsächlich von der persönlichen Präferenz abhängen. Leuten, denen Wohnen nicht so wichtig ist, wohnen eher in Shacks. Und Leute, denen Wohnen wichtig ist, gutes Wohnen, die nehmen dann vermutlich, würde ich jetzt mal raten, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, größere Distanzen in Kauf, nur um unter besseren Bedingungen zu wohnen. Was durchaus Sinn macht.
Okay, Criminals. Ja, genau. Genau. Heiren wir mal einen. Police Station kostet 5000. Da ist viel Kriminalität. Da geht's eigentlich noch. Okay, das heißt, wir werden sie hier bauen. Die Kriminalität hier liegt in erster Linie, glaube ich, an den Shacks tatsächlich. Shacks sind einfach automatisch solche Slums, die halt dann Verbrechen anziehen. Wie Slums das halt so machen. So, und auch da noch ein paar Highschool Females. Schauen wir mal, wir haben 2 Arbeitslose, 9 freie Job Positions, 9 freie Housing Slots und 25 Obdachlose. Obdachlose bedeutet, sie wohnen in diesen Shacks. Das gilt als obdachlos, weil das absolut keine Housing Quality hat. Gerade mal 10. Jetzt sind wir im Minus. Okay, wir bauen noch gerade extrem viel. Ja, no High School. Wir arbeiten dran, Mädel. Oh, hey. Wieso mögen uns die USSR nicht? Ja, dieses ganze Oriented Toward Capitalism und Oriented Toward Communism, wovon das genau abhängt, weiß ich noch nicht, muss ich sagen. Ich meine, jetzt im Moment ist nicht sehr viel Kapitalismus auf dieser Insel. Wir haben eigentlich nur Betriebe, nicht mal Betriebe eigentlich, wir haben Minen, Farmen. Wir haben nicht mal irgendeine großartige Industrie, wir haben gar keinen Tourismus. Wir haben jede Menge Geld. Holy cow. Okay. Kaufen wir noch ein paar Polizisten ein. Was willst du? Increase Religion Happiness? Ja, das nehmen wir mal an. Das sind diese 9, oder für Tropico 4, 9 quasi Mini-Quests. Und muss ich sagen, gefällt mir alles in allem sehr gut, dass sie das jetzt so lösen, weil es einfach das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher macht und dir eigentlich immer was zu tun gibt. Ja, du bist mein Verteidigungsminister, nicht, dass ich im Moment einen bräuchte, aber ich werde mal anfangen, das Ministry so bald wie möglich komplett zu bestücken. Der Kernpunkt des Ministries ist nämlich, ich kann nicht mehr einfach so Edikte erlassen. Requires Minister of Foreign Affairs. Requires Minister of Interior. Das heißt, ich brauche den entsprechenden Minister, um Edikte lostreten zu können. Es gibt ein paar, die ich veranlassen kann, aber die meisten und vor allem die wirklich nützlichen, eigentlich nicht. Gut. Wir haben eine Klinik mit 2 Ärzten. Wir haben noch keine Polizisten, das ist natürlich noch ein Problem. Wir haben auch noch keine Müllhalde. Auch das könnte bald ein Problem werden, aber jetzt würde ich eigentlich eher mal lieber die Waffenfabrik bauen. Weil das wird uns jede Menge Geld bringen. Ja, ja, Criminals. Sollen sie doch ruhig. Solange sie keine Rebels werden, habe ich absolut kein Problem damit. So, 8 neue Immigranten, davon waren aber 5 bestellt, insofern das ist kein Problem. 19.000, Kazing, Weapons Factory. Und der Grund, wieso ich so erpicht drauf war, ja, bauen wir es doch hier, gleich an den Lieferanten, nein, bauen wir es lieber hier, wo sich die Straßen treffen. Der Grund, wieso ich so erpicht darauf war, meine eigene Highschool zu haben, ist, dass die Weapons Factory, wie, glaube ich, fast alle, wenn nicht sogar alle Industriebetriebe, gelernte Arbeiter braucht, also Arbeiter, die zumindest einen Highschool-Abschluss haben. Ja, too many shacks, ich weiß es, ich muss ein Auge drauf haben. 32 Homeless, keine Housing Slots, 5 Arbeitslose. Gut, Arbeitslose könnten keine Miete zahlen, das heißt, die hätten nicht mal eine Chance, sich in einem Tenement einzuquartieren. Außer ich biete freies Wohnen an, aber viel Glück damit. Aber ja, in erster Linie sind hier auch Shacks noch um die ganzen Offices rum. Man sieht dadurch, wo die Leute ihre Shacks bauen. Sie bauen sie meistens in der Nähe des Arbeitsplatzes. Ach ja, scheiß drauf. So rum.
Fine Jewels? Nein, wir haben kein Gold. Ich meine, wir haben Gold irgendwo da oben, glaube ich. Ja, wir wollen auf jeden Fall eine Speech halten. Es kommt zu Wahlen. Wir wollen Leute, denen Housing wichtig ist. Wir wollen die Religionsfuzis loben. Und wir sagen ihnen, wir werden es besser machen mit der Religion. Und das werden wir auch, weil wir haben eine Kirche mit vollbesetzter Priesterschaft. Das heißt, die Religion-Zufriedenheit, die wir hier sehen, wegen dieser einer Nebenquest, sollte jetzt eigentlich beständig steigen. Ob eine Kirche ausreicht, um es auf 50 zu heben, wage ich zu bezweifeln, aber wir werden es sehen. Okay, ja, das liegt daran, dass scheinbar unsere Soldaten, ja, da wohnt ein Soldat in einem Shack. Environment Happiness, ja, das wäre eh eines meiner nächsten Dinge, um die ich mich kümmern will. Insofern, da können wir genauso gut eine Quest dazu annehmen. Dann kommt eine nächste Fracht in 2 Monaten. Okay, da werden wir jetzt ein bisschen ins Minus schlittern. Soll uns aber soweit egal sein. Wir haben die Weapons Factory, das ist schon mal gut. Wir produzieren Handguns. Die lassen sich ein bisschen langsamer produzieren als Sturmgewehre. Aber Sturmgewehre drücken unsere Beziehungen mit den Großmächten. Gut. Wir haben die High School, wir haben... Ja, also man sieht auch, die Kriminalität ist unter Kontrolle. Natürlich zu einem Gutteil dadurch, dass ich überhaupt Vigilante bin. Und diese Eigenschaft auf Level 5 habe, oder auf 5 Sternen, sagen wir besser. So, we managed to get our economy back on track. Gut. Restaurants, ja genau, wir sollten das für die Leute tun. Da ist ein neues Tenement, das füllt sich rasend schnell und jetzt werden wir mal anfangen, Restaurants zu bauen. Eines hier. Und keines hier, weil hier werden wir ein Childhood Museum bauen. Das gefällt den Loyalisten. Loyalisten sind meine liebste Bevölkerungsgruppe. Ich stelle sie zwar nicht gern zufrieden, weil sie meistens halt Sachen fordern, die alle anderen Leute rasend machen, aber die Loyalisten wollen im Endeffekt nur, dass ich an der Macht bleibe. Das sind tatsächlich meine Fans. Die finden, dass ich sowas wie Wahlen gar nicht brauche. Und ich muss ihnen zustimmen. Wir sehen hier übrigens, wie die Wahl läuft, 87 zu 15. Wir könnten uns ein paar von den Stimmen kaufen. Das kann, glaube ich, auffliegen, muss aber nicht auffliegen. Wenn es auffliegt, dann geht es den Leuten ein bisschen auf die Nerven, besonders den Intellektuellen. Ja, High Pollution, ich weiß es. Superpowers Clash, okay. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wen wir... Ja, ich glaube, wir werden die US verantwortlich machen. Also Krieg in einem dritte Weltland. Wir werden die US verantwortlich machen. Oh, gerade an dem Tag, an dem die Financial Aid kommt. Die mögen uns nämlich sowieso mehr. Nope, brauchen wir nicht. Die mögen uns sowieso mehr, weil wir ja als Kapitalist gewählt wurden. Insofern, das verträgt das schon. Einen kleinen Schlag. So, können wir schon Leute hier neu besetzen? Ich will nämlich eigentlich keine Leute von außerhalb um 3000 kaufen. Above average, below average, dann nehmen wir da good, education, foreign affairs und good above average, good. Okay, jetzt können wir einiges aktivieren. Literacy. Ups. Anti-Litter. Und was ist das dritte, was ich immer gleich aktiviere? Nein. Sensitivity Training. Kostet im Jahr aber noch 350. Das ist vielleicht... Wie schauen wir denn aus mit Liberty? Mit der Freiheitswertung? Wie finden denn die Leute? Ach. Da. Liberty? Ah, das kann schon noch ein bisschen warten. Solange die Leute sich nicht aufregen wegen zu wenig Freiheit. Nein, ich will keine Secret Police. Danke.
Ich habe ehrlich gesagt in dem Spiel noch keine einzige Secret Police gebaut. Ich weiß gar nicht, was die kann. Ich weiß nur, dass sie ein öffentliches Gebäude wegnimmt. Das gefällt mir einfach nicht so gut. Economy, wir haben 0 Arbeitslose. Oh oh. Schnell, open doors. Brauchen mehr Einwanderer. Okay. Wir bauen Waffen, wir müssen das Militär aufstocken. Genau, deswegen. Ach ja, okay. Nein, stimmt schon. Dann. Sensitivity Training. Doch. Weil wir werden jetzt so viel Militär bauen, dass das sonst ein bisschen außer Kontrolle gerät. Bevor wir das ganze Militär bauen, sollten wir noch einen Garbage Dump bauen. Holy shit. Okay, vielleicht mehr als einen. Gut, bauen wir mal einen hier.